Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Su, die erste Produkte. Ich bin Su. Heute möchte ich euch gerne etwas für meine Sicherheit vorstellen. Und zwar haben wir hier einmal die Guardian Angel 2. Das ist eine Pfefferabschusspistole mit zwei Kammern, das heißt ein Einweggerät, das zweimal abgefeuert werden kann und danach entsorgt werden muss. Wir hier bei uns haben viel Wald um uns drumherum und auch einen kleinen Hund, mit dem ich viel unterwegs bin im Wald. Und da wir auch viele Wildschweine in letzter Zeit hier in der Umgebung haben, ist dieses Gerät einfach für meine und für seine Sicherheit gedacht. Das heißt, wenn irgendwas kommt, was uns angreifen könnte, haben wir die Möglichkeit, mit dieser Pfefferspray-Pistole eine Reichweite bis zu 5 Metern zu erreichen, was gerade bei großen Tieren recht gut ist, weil mit so einem kleinen Pfefferspray müsste ich das Tier schon sehr nah an uns ranlassen, was ich mit dieser Pistole halt einfach nicht brauche. Wir werden wie in dem zweiten Step dieses Video die Pistole im Wald einmal testen und euch das natürlich auch zeigen. Wie gesagt, es ist ein Zweischuss-Einweggerät, das heißt 12 ml Pfefferspray ist da drin. Beim Abfeuern bekommt diese Ladung eine Höchstgeschwindigkeit von 180 Stundenkilometer, also schon ordentlich Wumms hinter, um halt auch diese weiter Reichweite zu erzielen. Es wird auch keine Seitenwindirritation oder ähnliches geben, dadurch, dass das wirklich mit dieser Geschwindigkeit abgefeuert wird. Ja? Ich würde sagen, wir packen das einfach mal aus. Jetzt ist hier wieder nicht frauenfreundlich Klebeband dran. Eben schauen, auch auf beide Seiten. Sekunde, wir kriegen das irgendwie hin. Ist aber auch verpackt. Es geht oder auch nicht. Ganz kleinen Moment, ich werde mir mal eben schnell was holen, um das zu öffnen, weil es einfach so sicher verpackt ist. Bis gleich! So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt ein kleines Messer genommen, um das Ganze einfach öffnen zu können. So, dann machen wir es einmal auf. Hier haben wir natürlich, wie bei allem anderen auch, immer die Gebrauchsanleitung bei. Und da seht ihr schon das kleine handliche Stück. Also perfekt für Jackentasche, Handtasche oder ähnliches. Hat eine schöne Form. Ja, ist eigentlich auch gar nicht so schwer. Also da merkt man schon, das ist alles wirklich Plastik. Ja, das ist einfach ein Einweggerät, was danach weggeworfen werden kann, wenn es zweimal abgefeuert worden ist. Aktuell haben wir hier vorne noch die Sperre drin, dass man auch nicht irgendwie aus Versehen drankommen könnte, um das Ganze zu aktivieren und abzuschießen. Das finde ich immer sehr wichtig. Ja, also wie gesagt, ihr seht von der Größe her optimal für eine kleine Frauenhand. Es würde so, ich tue den Finger jetzt noch nicht rein, weil ich da natürlich jetzt auch nichts mit auslösen möchte. Ja, es macht im ersten Step erstmal einen ganz guten Eindruck. Wie gesagt, es ist alles Plastik, Vollkunststoff. Das liegt einfach daran, weil es zweimal abgeschossen wird und danach halt entsorgt werden kann. Ja? Gibt mir aber auf jeden Fall ein besseres Gefühl, wenn ich mit dem Ding unterwegs bin, gerade mit dem kleinen Mann im Wald, Wildschweine oder ähnliches oder auch mal einen großen Hund, der ja grundsätzlich nichts tut, wenn er nicht an der Leine ist, was wir schon ganz anders erlebt haben. Aber dazu ja, jetzt einfach nicht mehr. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder in dem zweiten Teil meines Videos, wenn wir im Wald sind und euch zeigen und das Gerät dann auch mal abfeuern. Ich sage bis später. Tschüss. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. So, jetzt befinden wir uns hier im Wald und wir wollten euch ja ganz gerne zeigen und das einmal testen. So, als allererstes muss ich hier einmal die Sperre rausbrechen. Das werde ich jetzt einmal tun. Das geht ganz einfach. Zack, zur Seite. Braucht man noch nicht mal wirklich brechen, sondern einfach kann man den zur Seite machen. Wenn ihr einmal schaut, so jetzt kann ich mit dem Finger auf den Abzug. Hier oben drauf haben wir Kimme und Korn zum Anvisieren. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. So, ich befinde mich jetzt 3 Meter entfernt von dem Baum und werde jetzt einfach mal die erste Ladung abschießen. Also meine eins, zwei, drei. Man sieht es.
sogar, da ist Farbe mit drin, wenn ihr einmal guckt hier an der Pistole. So, das war die erste Ladung. Ihr seht es hier, ist sogar farblich, sieht man nicht. Okay. So, und dann werden wir jetzt, so, kleinen Moment. So, das war jetzt der erste Schuss. Eine kleine Korrektur, es ist natürlich keine Farbe, es ist Cheyenne-Pfeffer, was da drin ist. Es ist die Blondine in mir, kann leider schon mal passieren. Wir hatten jetzt gerade eine Entfernung von 3 Metern, jetzt stehe ich auf einer Entfernung von 4 Metern und werde noch die zweite Patrone verschießen, um euch das Ganze zu demonstrieren. Also, Achtung. Kommt ordentlich Fumm raus. Ich denke mal, das war klar sichtbar. Ja, also das ist schon nicht schlecht. Da geht auf jeden Fall ordentlich eine Ladung raus. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera richtig sehen kann. Ich glaube leider nicht. Aber wer das abkriegt, der ist auf jeden Fall erstmal außer Gefecht. Ne? Es riecht auch sehr extrem danach und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall für die Selbstverteidigung im Wald und ähnliches ein sehr gutes Produkt. Wie gesagt, ein Einwegprodukt. Das gute Stück können wir jetzt wegschmeißen. Aber trotzdem würde es preis-leistungsmäßig, Versand, Verpackung und auch Funktionalität von mir ganz klar den Daumen hoch kriegen. Und ich würde sagen, das war's mal wieder für heute. Über ein Abo oder einen Daumen hoch, auch gerne einen Kommentar. Freue ich mich wie immer und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.